So, hallo Leute, da es gewünscht wurde, nehme ich jetzt hier eine neue Runde Dawngate auf. Ja, jetzt wurde von euch gewünscht oder so, weil die, ich habe ja nur von der ersten Beta aufgenommen, das hier ist jetzt mittlerweile die, was weiß ich, siebte oder so. Dass ihr gerade ist die Beta-Phase vom 10.07.2013. Damit ihr dann wisst auch, also wenn ihr nachlesen wollt, von wegen Patch Notes, was bis dahin passiert ist und was dann noch in Zukunft passiert. Wir fangen hier im Titelmenü an. Hier hat sich auch schon so einiges getan, wie man sieht. Außerdem wurden unsere Wins resettet. Wir können jetzt auch die Shape erst nachgucken, also die Helden. Oder so haben sie jetzt hier schön. Und sie ist, glaube ich, neu dazugekommen. Militank. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Fenron, den hatten wir sogar schon gespielt. Ich meine, das wäre es wirklich nur sie, die dazu gekommen ist. Egal. Wir werden jetzt einfach mal auf Play klicken. Und wie ihr seht, haben die jetzt auch so ein automatisches System schon hinzugefügt. Das ist schon ein bisschen länger so. Ich glaube, nachdem ich meine Beta gezeigt habe, die danach oder die darauf oder so, kam dann direkt auch schon dieses, was man halt kennt oder so. Solo teilnehmen, Gruppe teilnehmen und, und. Ich werde Solo teilnehmen. Ich habe leider keine Freunde. ja, jetzt ist er halt am Laden. Ihr seht die Zeit, wie lange wir hierhin warten. Ja, was können wir denn in der Zeit mal machen? Da kann ich nicht draufklicken. Aha, mein Status. Ich bin invisible. Ja, ich bin unsichtbar. So. Assassin, wer ist denn das? Waiting for game to start. Kindra. Sagt mir jetzt gar nichts. Die scheint auch neu zu sein, oder? Ist das jetzt... Ah. Accept. Accept. Mein Gott. Akzeptieren. So. Ja, die Playlist seht ihr auch oben. Ne, die wollte ich gar nicht. Die wollte ich. War ein Assassin. Die spiele ich. Und hat natürlich auch einen recht schicken es wird ja Focus on killing minions on lane. Territory. Jungle Kreaturen. Ja. Machen wir es mal so, würde ich sagen. Das ist ja jetzt noch nicht fest, da kommt er dann gleich noch weiter. Ich weiß gar nicht, was für Fähigkeiten er hat. Magic Damage und Melee Damage, also sie ist Nahkampf und macht Zauberschaden. Star Waiting. Achso, sie hat 3 Punkte bei Damage, 3 bei Mobilität und 1 bei Sustain. Das dürfte HP, denke ich mal, sein. Power Layout haben sie immer noch so, wie es vorher auch schon war, so wie es aussieht. Ich bin dafür, dass wir auch ein bisschen mit auf Dings gehen. Auch wenn wir als Assassine wahrscheinlich das am besten bräuchten. Ich würde sagen, wir gehen da drauf. Oh, wie ihr seht, schon ein neuer Musiktitel. 12.5, ich habe ja, ich glaube, in einem LOL-Video gesagt, dass ich das jetzt halt neu gemacht habe. Ich gehe, glaube ich, auch mal auf Gladiator, wenn wir schon so wenig haben. Obwohl ich eigentlich wahrscheinlich auf Predator gehen müsste. Ach egal, ich gehe jetzt auf Gladiator. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus, wie sie hier vor sich so eine Art Klinge hat. Jetzt allein vom Art her. Wie gesagt, ich kenne sie nicht. Ich habe zwar einmal noch gespielt ohne Aufnahmen, sag ich mal. Das war jetzt einfach auch vor 2 oder 3 Wochen. Das ist also auch schon Ewigkeiten her. Da habe ich dann halt mal geguckt, was es so Neues gibt oder so. Habe 1, 2 Runden gespielt, mehr nicht. So, in-game sind wir. The Dawn Gate opens. Was wird uns denn empfohlen? Uns wird HP plus HP Regen empfohlen. Als Core-Item, also als Kern-Item ist dann natürlich Dings und Lifestyle. Wir werden erstmal so kaufen, wie sie uns natürlich es empfehlen. So, gehen einfach mal hier unten auf die Lane und gucken wir da mal, was wir für Fähigkeiten haben. Ritter quickly Leash, to a target und bla bla bla. With 5 Shadow Blades in play. Ich habe keine Lust zu lesen, wisst ihr das? Vor allem nicht Englisch. Blitz. Movement.
Wo war denn das Teleportieren nochmal? Blink. Genau, hier ist es ja Blink. So. 30 seconds until minions spawn. Ich werde einfach mal den Q als erstes. Ah, das ist. Gut, steht ja auch drin. Die soll eine Art Dash sein. Das geht um mich rum. Das geht auch um mich rum. Das auch. Okay, wir werden erstmal den nehmen. Was habe ich denn als Passive? Counter my cast abilities freely. Ah, okay. Also ich habe als Passive, dass ich kein Mana benutzen muss. Spellbook. Offensive, defensive Utilities. Okay. Minions have spawned. Minions have spawned. Ich stelle da mal ein Ward auf. Sollte ja kein Problem sein, denke ich mal. Ich kann ja eigentlich. Ah. Ich habe ja sowieso keine Mana-Kosten. Hey. Daher, ich kann es ja einfach mal testen. Oh, da war ein Feind. Wow, ich habe ganze 60 Schaden gemacht. I keep the change. Das sind beides Fernkampf, das ist blöd für mich auf dieser Lane. Ich habe mein Damage überschätzt. Ich habe gedacht, ich mache wenigstens etwas Schaden. So tedious. Keep you alive. Ja, du musst den Wolf auch wieder versuchen einzufangen. So. Ich habe mich immer noch nicht informiert, was diese Dinger bringen. Es konnte mir bis jetzt auch noch keiner in den Kommentaren beantworten. Wahrscheinlich können auch nur sehr wenige Leute aus den Kommentaren selbst spielen. Schade. Ich heile mich aber dadurch anscheinend. Ich sollte vielleicht doch nochmal lesen gleich. So, nehmen wir mal nächsten Spell. Ah, okay. Also, von den Fähigkeiten her, auch von der Animation. Ich liebe dieses Spiel einfach, habe ich das schon mal erwähnt? Ganz ehrlich. Ich sollte viel öfter wieder die Beta spielen, what the fuck? Bow it now. Eat you alive. Ja, das bringt dir nicht so viel, da tust du dir, glaube ich, selber mehr mit weh als ihr. So. Aber der Charakter gefällt mir schon mal. Ja, das macht natürlich noch ultras wenig Schaden, aber es heilt mich alles. Wie das Fenster die ganze Zeit so hin und her gewackelt ist. First Blood, für wen? Für unsere Seite. Die Malerin sogar. Oh, was macht der denn, die denn hier? Da will wohl jemand Stress. Bam. So, ich mach mal den Q jetzt erstmal noch höher, anstatt den E jetzt schon mal zu testen. Aber nur darum, weil ich damit jetzt halt einigermaßen Minions holen kann. Es läuft auch ultra flüssig, finde ich. Und selbst der Delay ist nicht so hoch, obwohl ich 114er Pin habe. Was daran liegt, dass es momentan auf einem amerikanischen Server läuft, denke ich mal. So, mein Ward da oben. Hallo, Antivir? Warte mal, Druffhorn da. No, fertig bin jetzt. Ich gehe mal kurz mein Water oben wieder replacen. So. Waste of time. Level up. Dann gucken wir mal unseren E an. Das dachte ich mir schon beinahe. Das hat so gut geklappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, hätte ich auch kurz lesen können. Ach, das Teleportieren macht sogar Schaden. Ah, wenn ich was töte, das Assistiere ist sogar cool und resettet direkt. Nein, 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 Mist. Okay, gefällt mir der Charakter. Der gefällt mir wirklich gut. Muss ich jetzt echt zugeben. Mein Lieblingscharakter, ehrlich gesagt. Einfach nur, weil er mich gerade so von den Fähigkeiten her so ein bisschen an Dings erinnert. Vor allem eine Assassin, hallo? Guckt ihr euch an, what the fuck? Oder das ist, wundert euch also nicht, wenn ihr jetzt erstmal ein paar Mal nur diesen Charakter hier seht. Nein! Bow it now. So, weiter auf Q. Hier ist gerade gar kein Feind. Na gut.
Kann ich mich auch zu Freunden teleportieren? Sieht so aus. Geht. Wir können Dispatch into Shadows bekommen, and striking out at the Navy. Okay. Bam. Das macht so Laune gerade. Ich habe noch keinen Kill oder ähnliches, aber der Charakter ist einfach so geil. Nein! Sie wird aggressiv. Ja, du musst dein Hündchen wieder einfangen, sonst... Weil, soweit ich weiß, musst du mit HP zahlen. So, die eine da ist nur Stufe... Oh, sie sind in der Mehrzahl, wir sollten zurückziehen. Ja, die ist auch nur Level 3. Nur der Fischmensch könnte uns jetzt, glaube ich, gefährlich werden jetzt im Moment. Ja, sieht echt so aus. Wow. So, kurz mal einen Heiltrank reinwerfen. Kann ich da vielleicht... Schade, es war ein Versuch wert. Die andere hat sich leider vorher schon zurückgezogen, die ich eigentlich holen wollte. Blablabla. Oh, ein Tank von uns. So, jetzt bin ich ja mal wegen meiner Ulti gespannt. Tut weh. An enemy has been slain. An ally has been slain. Bitch. So sieht unsere Ulti aus. Ich wollte jetzt einfach mal gucken. Du kriegst halt gleich Probleme. Du brauchst die Probleme nicht unbedingt zu mir zu locken. So, den auch weg. Und weg. So. Geht B? Ah, stimmt. Hier geht B. Ja, es gibt Spiele, wo B nicht geht. Nein! Tschüss. Und Letasse geht auch. Oh, ich liebe es. Never play Dota again. So. Das wird woraus gemacht? Aus dem Herz im Endeffekt. Brauchen wir an sich gar nicht. Was gibt denn das? Dann gehen wir doch erst auf dieses Item. Auf Destruction. So, direkt darauf würde ich sagen. Und hier kaufen wir uns nochmal den. So. Nehmen wir noch. Ja komm, wir nehmen noch Heiltränke mit. Zwei Stück sollten reichen. So, und ab wieder auf Lane. 1-0-1 stehen wir momentan. Mit 24 Minion-Kills. Nicht das Beste. Vor allem, wenn man mal hier die Statistiken sieht. Sie hat 6. Und First Blood gehabt? Egal, ich muss mich auch wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden, aber es bockt einfach. Ungemein. So. Go to lane. So tedious. So. Tedious. So. Ich glaube, ich kann sie töten. Es tut weh! So. Hätten wir das auch geregelt. Also der Charakter gefällt mir ultras gut, ey. Ganz ehrlich, Pfaff-Charakter von mir jetzt. Nach einem Spiel. Ja, ich kann nicht auf mein Binding unbedingt aufpassen. Ich wollte sie doch gar nicht treffen! Hör auf mich anzugreifen, Turm. Ich wollte sie nicht treffen. Das ist auch eine geile Ausrede. Nein! What the fuck? Oh! Danke.
Ja, steht doch lieber in dem Busch auf, egal. Haben wir zwei da stehen. I don't care. Eat you alive. So. Gladiator Gold Bounty. Was tut die? Wie Suicide kann man sein? Ach, die sind nur noch zu zweit, oder wie? Oder heißt das nur, die zwei sind tot? Nein, das heißt nur, dass die tot sind, okay. Au, ich bin dumm. Ich hatte meine HP leider nicht mehr im Blick. So. Pff. Du bist doch deppert. Nein, 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 nein. Don't kill me. Nein. Mein Flash zu spät. Ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt in den Busch läuft. Ich habe auf Malinka, wie auch immer sie jetzt heißt, was weiß ich, kann ich das hier sehen? Mikella. Ich habe auf Mikella gewartet. So, Godboyka. Klingt doch schön. Lifesteal hätte ich aber auch gern. Defense Penetration, Lifestrain, das klingt doch schön hier. Das hätte ich doch gern. Gib es mir. So, und ab auf die Lane. Kannst du den überhaupt schon wieder einnehmen? Your binding is under attack. Oh. Das dürften sie nicht schaffen eigentlich. Vor allem, weil unser Typ jetzt schon da ist. Der kommt. Wow. Bitches. Was habe ich da für ein Schild um mich? Natürlich habe ich das. So, weg damit. An enemy binding has been destroyed. So. Hey, mein Freund. Das hier unten ist meins. Ich will. Ein paar habe ich auch. Nein! Der hat viel mehr Text wie das ich. Unfair! Bin weg. An enemy binding has been destroyed. Ich habe keine Ulti, ich kann nicht. Gut, lass es lieber gehen, genau. Gute Idee. Your team has captured a spirit well. So, ich bin ja nochmal wieder back. Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Nehme ich den, dann kriege ich nämlich noch mehr Schaden. Jetzt konnte ich den upgraden, ne? Oder? Ne, noch nicht. Gut, dann mache ich den erstmal voll. An ally has been slain. Oh my fucking Jesus, das können wir nicht angehen lassen. Ich komme da mal hoch. Was? I kicked him in the shits? Ich komme hier oben mit verteidigen, wenn hier schon so viel los ist. Your spirit well is under attack. Ja, das kommt vorne. Alter, wie viel hält ihr aus? Wow.
well is under attack. War hier oben nicht noch vorhin? Ein Verbündeter? Ich wollte schon sagen. Hier. Ich kann lesen, nur ich sehe es nicht ein. Punkt, Ende, aus. Steht nirgendwo der Name drauf. Nicht nur, dass ich lesen kann, ich bin sogar des Englischen mächtig. Das heißt, ich verstehe sogar, was du liest. Was du schreibst, was du liest, genau. Das ist ja eigentlich das Wichtige dran. Nicht, ob ich lesen kann oder nicht. Easy kill. So. Kam mir nicht gerade jemand? Eat you alive. So. Alter, wie viele Schilder hat denn der Pisser? Also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es gezeigt habe. Es gibt hier oben jetzt diesen Damage Recap, aber ich glaube, den habe ich schon gezeigt. Wo man dann sehen kann, wer wie viel und was Schaden gemacht hat. Finde ich ehrlich gesagt schöner als beispielsweise in LOL, weil man hier auf den ersten Blick sieht, am meisten Schaden Magic. So, kann ich mal kurz den Chat aufrufen. So, das heißt, nur weil er einen Bonus kriegt, habe ich also nicht das Recht auf irgendeine Aura oder ähnliches. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein LOL-Spieler ist. Na komm, mach ich jetzt erstmal Rage, damit ich nicht ganz auf dem gleichen Stand bin wie vorher. Denn ich kenne das momentan nur von LOL, dass es wirklich so Leute gibt, die so sehr auf ihre Sachen beharren, dass denen alles andere scheißegal ist, von wegen vernünftiges Teamplay, Taktik oder ähnliches. Auch wenn er Bonus kriegt oder so. Ich weiß gar nicht, was für eine Rolle spielt er denn? Ich meine, er wäre Tank gewesen, oder? Also der Charakter zumindest. Kann ich irgendwie in seine Statistiken gehen? Hier unten kommen auf jeden Fall schön Super Minions. Da läuft gerade jemand. Ich bin anscheinend gerade durch den Ward gelaufen. Ah, oder? Schade. Naja. Oh mein Gott, es kommt gleich wieder hier. Ja, da steht er gleich wieder. Da würde ich jetzt nicht unbedingt stehen ohne Minions. Du willst... Ah, Minions kommen gerade, okay. Aber es ist... Ich glaube, die Minions kann... Lol. Okay. Das ist der neue Charakter hier. Merke ich jetzt erst, ehrlich gesagt. Also Tank kann man wirklich so sagen. Der hält echt was aus, ey. Wow, Wolf. Jetzt steht das Ding da doch wieder. Wir sollten gehen, denke ich mal. So tedious. Er wollte unbedingt kämpfen, oder? Also so ein paar davon zumindest. Ich bin noch nicht gut im Spiel, um bestimmte Situationen. Noch nicht gut genug in diesem Spiel, um bestimmte Situationen richtig einzuschätzen. Vor allem der Tank macht mir halt Sorgen, weil er wirklich ultras viel einsteckt. Oh.
shut down. An ally has been slain. An ally has been shut down. An ally has been slain. Ui. Au! Feuerkugel! In meinem Po! Es brennt! Ich glaube, das macht keinen Sinn, was wir hier machen. Flash of Color. So, den Tower hier unten sollten wir aber auf jeden Fall wieder haben an sich. Tschüss. Ich habe da was hinter mir. Ich komme mal zu euch. Bitte uns! So. Boah. Ja, tut mir leid, wenn ich gerade chiller bin, aber ich bin so leicht konzentriert. Aber auch nur leicht. Stell ich mal hier so vor, dich noch ein Stück hin. So, komm, euch beiden würde ich doch wohl packen noch. Zwei vielleicht von euch, aber nicht drei. Relentless. So. 3000 Gold, ich geh mal kaufen, glaube ich. Puh. Vor allem, weil hier drin schon wieder dieser Tank ist. Der macht mir echt Sorgen, weil der ultras viel aushält. Nicht, weil er unbedingt sonderlich gut ist, aber er hält verdammt nochmal viel aus. Alter, ich wollte schon sagen, das kann doch nicht sein, jetzt fehlt mir ein bisschen Gold dafür. Hol ich mir den auch noch. Jetzt dürfte ich noch mehr Penetration haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Increase Defense Penetration bei 25. Sehr schön. Und sie haben aufgegeben. Oder wir haben beendet, ich weiß es nicht. GG schreibe ich mal. Noch ein LoL-Spieler. Die hieß auch Riven, ne? Glaube ich. Golden Riven. Tja. Das war's mit dieser Runde. Ihr könnt ja jetzt hier nochmal gerne die Stats angucken. Wie man sieht, jetzt sieht man auch schon, wer hier diesen Chat verlassen hat und wer noch nicht. Das war's mit dieser Runde. Wie sieht's denn aus? Ja, meine Minions waren halt recht niedrig dafür, dass ich eigentlich Dings war. Most Kills. Am zweitwenigsten Tode im Team. Assists, ja, schön in der Mitte, beziehungsweise genau in der Mitte, ich sag's mal so. Vom Gold her zwar recht wenig, weil ich hätte mehr Minion-Kills machen müssen. Vor allem, weil ich Gladiator drin war. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Na gut. Das war's von meiner Seite aus. Ihr wolltet mehr Videos, ich guck mal, ob ich noch mehr mache jetzt. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.